Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Phantasia. Heute möchte ich ein bisschen dagegen weitermachen, wo wir gestern schon angefangen haben. Und dafür fahren wir als erstes mal wieder mit unserer Lore, die hier gerade nicht vorhanden ist. Okay, warum? Ich frage mal nicht. Gut, dann... dann machen wir das... Oh, wir haben gerade noch Monster, dann mache ich das gerade noch mal aus. Difficulty 0. So. Denn ich möchte heute noch mal ein bisschen bauen und... was wollte ich jetzt noch holen? Egal. Aber ein was könnte ich noch mitnehmen, wenn ich das gerade so sehe. Das habe ich hier noch ein paar. Ein paar Steinziegel. So. Gut, die Treppen vielleicht jetzt nicht. Die tue ich mal wieder rein. Aber den Rest. Und ich möchte heute erstmal bei der Kathedrale schon mal ein ganz kleines bisschen anfangen, den unfertigen Flügel, den unfertigen Seitenflügel zu bauen. Bedeutet im Endeffekt, ich möchte dort gerne, so ähnlich wie es auch im Eingangsbereich ist, nochmal so ein bisschen eine Bibliothek hinbauen. Ich sag mal, das ist vielleicht ein bisschen plump, aber von, wenn man reinkommt, da sind so mehr die Gesangsbücher zum Beispiel, die dann so verteilt werden und das Ganze. Und hinten oder hier in den Seitenflügel eben sollen dann so die uralten Büchereien, Stammbücher, Jahrbücher, keine Ahnung, was es in der Kirche alles so für Bücher gibt. Auf jeden Fall ganz viele davon. Und einfach, da ich ja schon mal ein klein wenig beginne heute, fangen wir jetzt eben schon mal an. Genau, ich möchte auf jeden Fall auch eine Treppe nach unten haben, wie es auch auf der anderen Seite schon ist. Mal gucken. Gehen wir hier schon mal ein bisschen in den Boden rein und gucken mal, wie weit runter wir da kommen. So, und an der Seite, gut, dass wir die Steinziegel mitgenommen haben, die brauche ich jetzt. So, und hier drüben nehmen wir auch alles weg. So, mal gucken, Steinziegel, erstmal ein paar hier und auch hier drüben. Und dann mit einer wunderschönen Holztreppe hier nach unten. So. Lalala, kann ich dann hier oben schon... machen wir das so, das sollte, denke ich, einigermaßen funktionieren. So, und hier ist dann erstmal die letzte Stufe, dann nehmen wir hier unten das Zeug noch weg. Und dann mal gucken, was wir hier unten noch reinbauen. Soll jetzt eigentlich auch gar nicht so viel werden, was da reinkommt, nur so ein kleines bisschen was. Aber jetzt erstmal noch den Boden hier reinzimmern. Und da gibt es dann auch nochmal eine Treppe nach oben. Ich denke, die werde ich dann hier an der Rückseite nochmal mitmachen. Vielleicht hier mit. Dass man dann nochmal so ein bisschen eine Empore hat da drin. Du, mein liebes Schwein, du bist hier ein bisschen im Weg. Ich würde dich ja auch so Schnitzel verarbeiten, aber es muss ja nicht unbedingt sein. Könntest du bitte da rausgehen? Naja, ich lasse es nochmal ganz kurz da drin. Vielleicht kommt es ja raus. Und wenn nicht, dann machen wir gleich Schnitzel. Okay.
Okay, brauchen wir noch mal ein bisschen was. Zum Glück habe ich einiges auch mitgenommen. 60 Stück. Da. Leider sind wir ja hier in der Bauhöhe dieser Seiten etwas begrenzt, dadurch, dass wir hier oben die beiden Fenster drin haben. Das heißt, insgesamt komme ich über die Höhe nicht wirklich raus oder maximal bis da. Sei denn natürlich, ich würde dann die Fenster noch ein kleines bisschen abwandeln. Das könnte man natürlich auch machen. Aber so in der Regel sind wir da trotzdem in der Bauhöhe begrenzt. Gut, man muss sagen, abwandeln ist dann auch wieder schwierig, weil wir haben ja hier auch den Rahmen nochmal außen drum. Das sieht dann vielleicht auch nicht so gut aus. Das müsste man dann vorher mal probieren, bevor man das dann direkt in die Tat umsetzt. Sonst verbaut man sich ja mit ein bisschen Glück die ganze Kirche oder Kathedrale. Okay, haben wir das. Genau, da hier ist dann später die... Schwein ist raus. Schön. Genau, hier ist dann später die Treppe nach unten. Hier kommen dann noch Fenster hin. Inwieweit da alle hier genutzt werden, weiß ich nicht. Ich denke mal, hinten die beiden vielleicht eher nicht. Und... Mal gucken, wenn ich sage, ich gehe dann hier rein. Hab dann vielleicht hier so einen Zweiergang mit Büchern. Bücher. Vielleicht mache ich dann auch einfach ein paar Leitern. Da brauche ich vielleicht gar keine Treppe nach oben. Sieht vielleicht sogar stylischer aus. Dann setze ich hier erstmal ein paar Fackeln hin. Und danach mache ich dann mit dem nächsten direkt schon weiter. Dann machen wir das erstmal so. Oh, es wird schon wieder gerade Nacht. Dann bleiben wir hier nochmal ganz kurz und gehen mal auf die andere Seite. Ich will noch mal ganz kurz gucken, wie weit ich hier gewesen bin. Ich glaube, hier hatte ich ja auch bloß einen Gang gehabt. Ja, ich habe auch nur einen Gang. Da möchte ich dann auch noch mal so ein kleines Reliquienzimmer reinmachen. So ein bisschen weiter hinten dann. Da buddel ich ja noch mal ganz kurz, während es draußen Nacht wird. Und danach möchte ich mich dann heute gern ein bisschen diesem Dorf widmen, was wir ja da unten haben. Was da so schön rum existiert. Okay, wir sind jetzt relativ weit unten. Da kommen wir dann, man kommt hier runter, lalala. Alles schön, alles schick und geht dann hier diesen Gang entlang. Okay, das ist bis jetzt gar nicht so schlecht. Und dann, ich sag mal, noch 3-4 Blöcke weiter kommt dann das Reliquienzimmer. Ich denke, das kann man machen. Bei Gelegenheit muss ich auch mal wieder eine Minentour machen. So, erstmal Pommel wieder dran. So, bei Gelegenheit muss ich auch mal wieder eine Minentour machen. Nochmal wieder ein paar Rohstoffe farmen, ein paar Rohstoffe besorgen. Das kann man auch mal wieder machen und auch nochmal wieder ein bisschen erkunden. Vielleicht mal in Richtung da so, in die Richtung oder in Richtung hier so da hinten. Keine Ahnung, wohin genau. Das wäre auf jeden Fall auch was, was man noch machen kann. Genau, legen wir uns erstmal kurz hin. Und dann machen wir erstmal ein bisschen mit dem Wald weiter. Ich muss mich übrigens dafür entschuldigen, wenn ich heute nicht ganz, oder wenn ich manchmal ein bisschen nuschel. Liegt einfach daran, dass ich eine offene Stelle im Mund habe, die auch ziemlich schmerzhaft ist. Und je nachdem, welchen Laut ich ausspreche, ist es ungefähr so, als könnte ich, oder als würde ich gleich an die Decke springen, weil es einfach nur scheiße wehtut. Oh, schon wieder ans Mikro gekommen, Entschuldigung.
Genau, und zwar möchte ich gern hier diesen Bereich ungefähr bis hier unten, ich sag mal so bis hier auf der Höhe, wo ich jetzt stehe, gern Wald machen, dass man dann auch so die Kirche ein bisschen davon abtrennt. Hier unten der Ort, da wird dann auch nochmal eine eigene kleine Kirche bekommen. Da dachte ich vielleicht, dass man die mehr so hier in dem Gebiet oder vielleicht auch ganz da hinten mit ansiedeln kann, auch da im Wald mit. Und hier unten möchte ich dann zum Beispiel gerne eine kleine Farm drauf bauen, die dann hier ein bisschen Nahrung für die Bevölkerung anbaut. Und ich möchte das ganze Dorf gern auch, ich sag mal so, auf die Ebene hier noch ausdehnen, dass es auch so bis hier ungefähr geht, dann mit so ein paar kleinen Häusern. Da können wir dann eben auch noch mal eine kleine Farm mit drauf bauen und das Ganze dann ungefähr so bis hier an den Fluss. Also schon auch ein kleines bisschen größer das Ganze. Gucken, wie sieht es jetzt hier drüben aus? Ja, und hier der Bach oder kleine Fluss oder wie man es nennt, der fließt dann eben einfach weiter fröhlich vor sich hin. Genau, hier erstmal der Weg, da hat mich ja gesagt, dass ich den gern hier oben eigentlich weitergehen lassen möchte. Dann machen wir aber dann erstmal mit dem hier weiter, mit dem Stück. Und ich fange jetzt trotzdem erstmal als allererstes an, Bäume zu platzieren. Und da gucke ich jetzt einfach auch mal, wie weit ich denn hier für die Kirche vielleicht noch ein bisschen Dekoration möchte. Hier nochmal auf der Seite hier ein paar Bänke, ein kleiner Platz irgendwie. Nee, das habe ich gerade nicht dabei. Wenn ich jetzt mal spontan sagen würde, bloß mal angenommen, ich setze hier nochmal einen Block Erde hin. So. Und mache dann hier nochmal so ein bisschen einen Platz für Bänke und nochmal so ein paar, vielleicht ein paar kleine Zierbäume oder so. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, auf welcher Ecke da hier losging. Erste Hecke. Sprich hier. Also zack, 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 zack. So, da geht dann hier los. Hier hätte ich auch gleich noch ein bisschen Diorit, aber ich lasse den jetzt mal da drin. Da hole ich mir dann lieber welche aus meinem Lager. Da ist ja auch genügend vorhanden. So. Ach, halt, da hätte ich gleich noch hier unten die Schicht noch zubauen können. So. Wenn nämlich dann hier später Kies hinkommt, würde mir das die Arbeit sehr erleichtern, wenn ich da jetzt einfach schon mal vorbaue. Dann gehen wir hier schon mal langsam zurück, dass ich hier unten nicht, dass ich mich hier unten nicht einbaue. Das hier wird dann noch mal so ein bisschen ein kleiner Platz und der Rest, der wird dann hier hinten schöner, wunderschöner Wald. Okay. Fangen wir einfach mal an. Ich glaube, ich brauche da noch ein paar mehr von diesen Schwarzeichensetzlingen. Auf jeden Fall brauche ich davon dann noch ein paar mehr. So. Okay. Ich bin gerade etwas ruhiger, ich weiß. Ich überlege gerade nämlich, wie wir das am besten machen, dass wir einen sanften Übergang von dem einen Wald zum anderen Wald haben.
So, ich kann noch drei von denen erstmal setzen. Eins. Und jetzt kann ich noch einen setzen. Den setze ich dahin und dann haben wir den dort. Okay. So, mal gucken. Einer da. Einer da. Hier muss dann wieder ein eine Schwarzeiche hin. Einer hier. Nee, nicht ganz. Sagen wir mal da. Einer dort. So. Einer da und eine Birke dort. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich schon wieder zurück muss. Erstmal noch ein paar Schwarzeichensetzlinge holen. Und wenn ich schon mal dabei bin, hole ich auch